Lukas, ich frage mich gerade ernsthaft, ob ich diesen Menschen wegen Körperverletzung anzeigen kann. Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es ist der bestaussehendste Junge in ganz YouTube Deutschland. Ich bin wieder back am Start. Ekelhaft. Und mit dabei habe ich leider auch den hässlichsten Jungen in ganz YouTube Deutschland. Und zwar Walfa D. Cool, dass du mit dabei bist, Lukas. Ah ja, mein Mikrofon ist auch bei dir, ne? Ich hab dich jetzt nicht gehört. Versuchst du dich nochmal kurz vorzustellen? Mein Name ist Lukas. Perfekt, haben wir das geklärt. Lukas ist wieder mit dabei, meine Freunde. Und ja, Lukas, dein Mikrofon ist noch bei mir. Ich hätte es einfach abholen sollen. Lukas, komm bitte in die Gruppe rein, komm in den Raum rein, denn wir schauen uns heute ein paar Minecraft-Videos an, meine Freunde, nachdem man sich absolut nicht gut fühlen wird. Aua! Diese Videos werden extrem unangenehm sein zum Anschauen. Und genau deshalb machen das zwei extrem unangenehme Typen. Let's go. Wer war das? This Minecraft-Video will make you uncomfortable. Uncomfortable. Oh, nicht schon wieder sowas, Junge. Hier sehen wir einen jungen Mann mit einer Steinspitzhacke. Spitzhacke mit Verzauberung drauf. Man hört drauf. Lava? Ja. Ja, man hört hier Lava. Okay, alles klar. Oh, shit. Digga, nee. Lukas, er meint mit einer Stone Pickaxe Diamonds. Oh, ich kann nicht gesehen, Bruder. Junge. Bruder, nein, komm schon. Nope. Och, Mann, Junge, so unnötig. Nope. Och, Mann, Junge. Was soll nope. denn das? Und er macht weiter. Das juckt Junge. Nope. Ja. Okay, was haben wir hier in Ja, Lukas, ganz Digga. Ehrlich, Digga. Ganz ehrlich, Alter. Erstmal, wie kommt es zu so einer Minecraft-Welt? Und zweitens, warum? Also, das ist ja wirklich on purpose gemacht, damit wir uns fühlen. What the f? Ja, ich habe schon hart vorgestellt. Nee. Geh nach hinten. Geh weiter. Oh mein Gott. Geh weiter zurück. Hör auf, Mann. Oh, Junge. Ey, Junge, Digga, es fliegt doch sowas von den. Ja, safe jetzt. Boah, jetzt. Alter, wie knapp das war. Alter. Oh mein Gott. Digga, ist das Scheiße. Ist oh, das Scheiße. Lass den Creeper jetzt gar nicht explodieren. Boah, Junge, das kotzt mich gerade so an. Das macht mich gerade mental so fertig. Lass den doch explodieren, oder nicht? Hör mal auf. Mach doch irgendwas. Junge. Ey, Junge. Alter, Digga, das ist. Ey, Digga, es ist wirklich so unangenehm. Dann geh doch hoch, endlich, Junge. Oh mein Gott, und er. Nix. Digga. Halt's wie Maul. Unnötig ist es bitte, dass dieses Video dann einfach mittendrin aufhört? Was soll denn das? Entschuldigung, aber da werde ich aggressiv bei, Junge. Was soll denn das? Boah, Digga. Hier ein Typ mit einem Haus im Nether. Ganz Standard, Digga. Warum ist das Haus? Nein. Nein. Du kannst den Nether nicht lassen. Junge, nein. Digga. Grüße geht raus an Trimax, der das gleiche, by the way, auch gemacht hat. Ich mach hier ins Bett rein, da kannst du hier pennen. Oh ja, warte, das will ich sehen. You died. Warte. Hey, geht das wirklich? Ist das jetzt real, dass es in die Luft das geht? Das ist real, ja. Trimax hat sich auch ins Bett gelegt und ist direkt gestorben. Aber ich glaube, ich könnte mit Trimax nochmal machen. Gut. Oh, bruh. Unangenehm. Allein, dass das Haus aus Netherrack war. Naja. Okay, hier ist ein Dude. Ganz viele Diamantblöcke, extrem stark. Er tut's in die Lava. Digga, nee, er baut sich jetzt damit wahrscheinlich. Er baut sich jetzt damit nach oben. Oder er schmeißt ihn in die Lava. Er schmeißt ihn in die Lava. Hör doch auf! Och, Junge, ist das, Digga, das ist so. Digga, das ist so scheiße, Alter. Das ist ja so scheiße, Junge. Aber ich finde mal sowas doch okay, weil er hat so voll viele, da weiß man, es gecheatet. Aber Digga, trotzdem. Ist so unnötig, ist es so. Ja, wie und, es ja. noch aufeinander ja. teilt, Junge, du. Und? Stop it. Oh, Junge! Nein! Get some help. Absolut unnötig. Hier baut ein Dude ganz normal in einem Gang ein paar Stones ab. Andesite oder wie der Sch*** heißt, Alter, ich weiß es nicht. Okay, jetzt haben wir hier eine Schlucht. Ganz entspannt. Oh mein Gott, ich hasse diesen Moment. Ich... Oh, als ob, Junge. No way, dass das geplant war. Setz doch die Fackel. Subscribe to Milk Air. Okay, alles klar, habt ihr gehört. Hier haben wir ein paar Kisten. Starke Sortierung auf jeden Fall. Uff, Digga. Oh, Digga, ich lieb's, Alter. Wie's... Junge, geil. Nein. Lukas, ich weiß, was er damit macht. Er macht sich Diamonds Haus. Er macht sich Diamond Haus. Ja. Nein. Doch. Nein! Ja! Nein! Warum? Warum? Nicht noch mehr! Hör auf! Oh, Junge. Digga, das ist so dumm, Alter. Never waste your diamonds on a hoe. Merkt euch das, Leute. Bringt das eigentlich irgendwas? Sind die dann schneller? Nee, nein, ne? Es bringt gar nichts, Alter. Die halten nur länger. What the f***, Bro. Das ist, ey. Er macht's immer weiter. Oh mein Gott, Digga. Ich übergebe mich gleich wirklich. Ich übergebe mich gleich. Ich mein's ernst. Real Talk. Unmöglich. Da sind noch welche. Da sind schon welche in der Kiste drinne. Reicht oh doch. Mein Gott, das sind überall. Oh mein Gott. Yeah. Oh, Alter. Macht mich das aggressiv, Junge. Ey, Digga, ganz ehrlich, Lukas, da bin ich raus. Das tut richtig weh. Oh, ich hasse schon wieder der Tisch. Digga, ich hasse diesen Skin. Okay, Lukas, das Schöne Digga. Ist, wir haben noch ein Video, was extrem geil ist, ja? Was extrem geil ist dafür, um zu sehen, wie es einem geht, wenn man sieht, was in Minecraft so passiert. Okay, Lukas? Oh, nicht schon wieder, Junge. Halt dich gut fest, Lukas, denn jetzt wird's absolut unangenehm.
Ich sehe schon jetzt, er hat eine Holzpickaxe, Digga. Da habe ich schon gar keinen Bock, Digga, mehr weiter zu gucken. Das wird auf jeden Fall. Ja, komm. Ja, gönn dir die Diamonds mit der Holzpickaxe. Und das ganz dauert genau jetzt auch 10 Jahre. That's me. You're probably wondering what happened to my brain cells. So one... Absolut. Was ist mit deinen Gehirnzellen passiert, baut, Digga? Guck mal gerade aus. Er baut mit der Schaufel. Och, Junge, Alter. So strap in. Get yourself a snack, because this one is going to be very, very, like, like subscribe. Very, very Junge. Step one. Start by getting your basic research. Er baut sich als Eiser unten. Digga, aber auch mit den falschen Tools. Er nimmt immer die falschen Tools, Junge. So once you've done that, you should label your chests to keep things organized, so you know exactly where each item is inside what you've got. Oh, diese Rechtschreibfehler, ne? Bruder, guck ja, diese... Und das... Alter. Das ist einfach alles Digga, drin. Da könnte ich... Da könnte ich wirklich ausrasten. Oh. Da, ich schwöre dir, jede Kiste in jedem Format mit Trimax sieht genauso aus, weil Trimax es einfach nicht begreift. Und der wird es niemals begreifen, wie sinnvoll ein RW-System ist. Ich kann es nicht fassen. Geil, Trimax wird niemals in deinem ganzen Leben verstehen, wie unglaublich gut es ist, Kisten sortiert zu haben. Er versteht es nicht, weil Trimax so der Typ, der nimmt sich einfach die Sachen, die du gefarmt hast, raus und schmeißt den Müll, den er hat, wieder bei dir in die Kiste rein. Max, Grüße gehen raus an dich. Bester Minecraft-Crafter der Welt. And then we get on to the most important part, which is building your first house. So obviously gather your resources from chests. Klar, natürlich, hol dir die Sachen, bau das erste Haus. Och nee, der unterste Block. Oh mein Gott, Junge. Ey, das sind so kleine Sachen, die mich aber so... Ey, Digga, das... ...triggern, Alter. Was, er hat ja diese Holzachs in dem Inventar. Digga, ich lieb's auch, dass einfach eine andere Farbe ist, die Tür, ne? Add a nice roof to your house and... Digga, das Haus ist 2 Blöcke hoch. Da könnte ich... da könnte ich kotzen, Digga. Das ist so... Das ist... Kennst du das, wenn die Leute ihr Haus zeigen in Minecraft und sagen, guck mal, was hältst du davon? Und du guckst dir an, denkst dir, bruh, bist du wirklich in der Waldorfschule dreimal durchgerasselt, Alter? Ein 2 Block hohes Haus, Digga, ich krieg da Klaustrophobie und ich hab das nicht mal. And oh mein Gott, Junge. Ja. Yeah. Natürlich nimmst du auch Glasblöcke, keine Glaspaints. Ne? Er lässt jetzt das dritte aus, ich sehe schon kommen. Mhm. Mann! Now don't worry if you misplace the blocks. Boah, Junge. Alter. Alter. Digga. Nein, das Haus sieht absolut beschissen aus. So. Ich finde, du solltest nie wieder Minecraft spielen in deinem Leben. Was für eine Scheiße, Alter. Kotzt mich das an. Now listen closely, because this is where it gets challenging. So Videos sind für alle Minecraft-Zocker für die Hölle. So, Digga, er baut ein Holzhaus mit einem Holzdach. Und falsch rum. Mit einer Schraube. Mann, Junge. Ja, Digga, ist so scheiße. Now, if you run out of blocks like I did, which it can be static. Yeah. Just deal with it in any normal way. Use whatever blocks you have, all the blocks work. What the fuck, Alter? And your roof will be complete. Alter. Warum sollte man... Digga, warum sollte man so etwas tun? Warum tut ein Mensch so etwas? Das ist doch wirklich schrecklich. Das ist ein Kriegsverbrechen. Ja, nochmal schön. Ja, toll. Ganz tolle Nummer. Nee, ist super. Now, obviously, every Minecraft-Player has to eat food. So I've already made my farm just to demonstrate. Digga, wenn du jetzt mit der Schere dahin gehst und den Weizen abfarmst, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Warum? Digga, die Schere nutzt dabei sogar ab. Warum sollte man das tun? Genau, lass die Hälfte da einfach liegen, Junge. Digga, ich bin so entgetriggert gerade, Alter. Och, Digga, bitte. Wie er auch nie sprintet. Wieder rennt. Now, one thing I find with Minecraft that's really important is keeping your inventory organized. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott. Lukas, es gibt eine Grundregel. Nein. Schwert, Pickaxe, Axt, Schaufel, Essen, Wassereimer, Blöcke. Ganz einfach. Wir haben 8 Slots im Inventar und die sollte man auch genauso und nicht anders verwenden. Und dann sind oben noch Kisten und irgendein anderer den Alter. Mehr braucht man nicht, wenn man Survival spielt. Warum? Warum, Digga? Ich werde gerade legit aggressiv. Aber oh, er hat richtig abgebaut. Digga, nee, hat er nicht, weil die Hälfte des Baums bleibt nämlich oben stehen, Lukas. Er hat es abgebaut, aber die andere Hälfte, dieser Pop-Layer mit dem Gebüsch oben bleibt einfach... Ey, Digga, ich raste gleich. Digga, ich bin so aggressiv, Junge. Ich schwöre, wenn er diesen Baum nicht gleich abbaut, ich raste aus. Don't bother cutting down the entire tree, because it wastes time that you don't have. Ah, ja. Wie die Zeit hat man nicht. So, I just finished cutting down this forest, as you can see. Alter, kein Mensch der Welt spielt doch so Minecraft, oder? Also jetzt mal ehrlich, wer spielt so... Lukas? Nein, ich auch nicht. Gut. Keine Sorge. Don't worry about the floating trees. Lukas, ich frage mich gerade ernsthaft, ob ich diesen Menschen wegen Körperverletzung anzeigen kann. Das geht mir gerade extrem nah, Alter. Ich kann das nicht mehr. When it comes to mining, just dig yourself a staircase down to bedrock. Digga, 2 hoch!
Zwei hoch! Die Treppe ist... Boah, Alter! It might take a while, but keep going down and down. Da kommt doch nicht mehr hoch! Und warum ist da ein Block? Da mach ihn doch weg, Junge! Digga, was ist das für ein Strip-Mine? Was macht der da? Oh mein Gott, Lukas. Dieser Mensch gehört eingesperrt. Nein, dieser Mensch gehört wirklich eingesperrt. Der muss ins Gefängnis. Dafür, was der uns hier gerade antut, Leute. Das triggert mich so endlos sehr. Alter, geht mir das nah. Das ist nicht Strip Mining, was du da machst. Das ist einfach nur Scheiße. Er baut halt nur einen Block. Da war Diamanten! Er hat die Diamanten! Mann! Ich hab's nicht gesehen, Mann. Ich will's nochmal sehen. Ey! Jetzt rechts da. Alter, Digga. Lukas, ganz ehrlich, Digga. Das geht zu weit. Nee, Digga, es tut mir leid. Also, du kannst so ein Video gerne machen, wie du Leute triggerst. Aber an der Stelle hat's auch irgendwo Grenzen. Mann. So, guys, as you can see, my house is finished. I got everything completed. Alter, ja, komm. Hoffentlich sieht so scheiße aus. Alter, Junge, ganz ehrlich. What the f***? Leute, ich bin raus. Ich bin raus. Das war's von diesen beiden Videos. Wenn ihr sie euch nochmal ansehen wollt, sind sie in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt gerne dabei leiden und Schmerzen empfinden. Ich bin raus an der Stelle, meine Freunde. Macht es gut. Schaut bei Vi vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.